Wiesn-Playmate von 2016 Kati Kern und neues Wiesn-Playmate von 2017 Patricia Dinke. Kati, du bist ja, warst ja letztes Jahr Wiesn-Playmate. Ja. Was kannst du denn deiner Nachfolgerin so für Tipps geben? Jetzt als Wiesn-Playmate. Der beste Tipp ist natürlich viel Bier trinken, sparsam alles mitnehmen und die Wiesn genießen, weil es gibt keine bessere Zeit. Und du, Patricia, gibt es irgendwas, was du von der Kati wissen willst oder was du dir vielleicht sogar abgeschaut hast? Oder? Also wir sind ja ständig in Kontakt und ich frage sie auch ganz viel. Sie ist für mich wie eine große Schwester und wenn ich Fragen habe, frage ich immer sie. Und sie ist auch auf vielen Terminen dabei und steht mir da zur Seite und gibt mir immer Tipps. Aber ja, wir spontan immer, ne, was du mir so für Tipps gibst. Ich schaff das schon alleine, die kann das schon, die braucht mich nicht. Was sagt ihr? Kann ein Wiesn-Playmate überhaupt auch Ledershorts tragen oder muss das immer Dirndl sein? Ja, absolut. Also wir haben es zwar dieses Jahr nicht an, aber letztes Jahr auch nicht, da hattest du auch keine an, oder? Lederhosen? Ja, keine gar. Auf jeden Fall, also ja, gern. Hauptsache, man schaut sexy aus, das ist das Wichtigste. Ja, Hauptsache sexy haben wir jetzt gehört und ich gebe zurück an die Empore.